Mori Demir und Justin Böttger werden während ihrer Streifenfahrt durch Köln-Weiden von einer Frau angehalten. Sie blutet aus dem Mund. Gut, dass Sie kommen. Machst du uns bitte einen Gut, dass Einsatz Sie kommen. Auf. Gucken Sie sich an. Ich bin total verrückt. Ich habe hier diese Pastete gegessen. Ne? Ganz, ganz ruhig, und gucken Sie mal, was da drin ist. Da sind voll, die ist voller Glasscherben. Glasscherben. Und hier ist mein ganzer Mund. Mir tut alles weh. Das tut total weh. Sollen Sie mal, brauchen Sie einen Rettungswagen? Ja, ich brauche unbedingt einen Rettungswagen. Bitte holen Sie Gibst den schnell. Dieser Metzger, weiß er, da ist er, da ist ja. Der Max. Die Polizisten konfrontieren den Metzger mit der Pastete. Der Mann und die Verletzte kennen sich gut. Haben Sie der Dame einen Präsentkorb geschenkt oder zugeschickt? Ja, also ich bin der Betreiber, der Inhaber von der Metzgerei hier. Ja. Das ist meine Schwiegermutter in Spee, Mutter von Birte. Ich habe ihr einen Präsentkorb geschenkt mit Pastete. Ja, die sieht auch aus wie meine, allerdings ohne die Glasscherben. Also okay. Von Glasscherben. Also sind die dann irgendwie da drauf gekommen? Von mir sind sie nicht. Ich würde also das ist vollkommen absurd. Okay. Ich würde Anlage. Nachher nie irgendwas antun. Mori Demir und Justin Böttger wollen die Fleischerei wegen der Glassplitter inspizieren. Zuvor ermitteln die Beamten, dass es zwischen dem Metzgermeister und seiner zukünftigen Schwiegermutter Konflikte gibt. Birte kommt aus einer, na sagen wir mal, Ärztefamilie, kann man schon sagen, ja. Ich nicht. Ich betreibe diese Metzgerei hier, habe ich von meinem Vater geerbt, ist jetzt auch nicht mein Traumjob, aber ich finde es okay, ich habe mich damit arrangiert. Birtes Mutter hat ein Problem damit. Mhm. Birtes Mutter. Ist doch so. Meine Mutter hat sich einfach vorgestellt, dass ich jemand anderen heirate. Sie war mit dieser Hochzeit nie einverstanden. Wir haben uns heimlich verlobt, haben das dann bekannt gegeben und sie hat ein Riesentheater deswegen gemacht. Das ist ein Riesenproblem. Gut, und sie macht sich im Endeffekt, sei in Anführungsstrichen, ohne ihn nahtreten zu wollen, so ein bisschen Sorge, also, weil sie, wie ich es verstanden habe, sie sind Arzt oder studieren Medizin? Nein, ich bin die Tochter von einem Neurologen, bin auch Medizinstudentin, mache Praktikum. Und sie kommt halt jetzt mit dem Beruf, was der zukünftige eventuell hat, kommt sie einfach nicht mehr diesen klar. Präsentkorb geschickt. Weil die beiden sich nicht verstehen. So ein bisschen er wollte mal Klarheiten einfach zu schaffen. Aufmerksam. Deswegen, ich möchte mich wirklich, ich will nicht unhöflich sein, ich wollte eben auch nicht Macht die ganze Situation natürlich jetzt nicht einfacher. Wir müssen aber trotzdem mal hier gucken, ob wir irgendwo diese Glasscherben finden. Bitte. Genau. Gehen Sie mal vor, zeigen Sie uns das mal. Genau, müssen jetzt auch nicht alle mit rein, das reicht, wenn wir da mit reingehen. Wir schauen uns mal gerne die Wurstküche an, wo wir die Wurst herstellen und das Fleisch, also Sie... finden hier unsere Arbeitskleidung. Super, hier haben wir schon mal zwei Kittel. Die Kittel sind von Ihnen, die hier hängen. Was die Kittel sind von uns, ja. Hier ist auch noch ein Rest von. Ja, das ist mir egal. Wir sind auf der Suche nach den Glassplittern und nicht hier nach irgendwelchen abgestandenen Fett. Ist okay, wenn wir mal kurz mal reingucken. Ist bitte von Ihnen, denke ich mal. Ne? Ich habe nichts zu verbergen. Alles sauber hier. Top-Qualität, die beste Wurst der ganzen Stadt. Die Beamten vermuten, dass entweder die Schwiegermutter oder der Metzger die Splitter in der Pastete versteckt haben. Schließlich streiten die beiden ständig, weil der Fleischer der Arztgattin nicht gut genug ist. Ich krieg die jetzt ein bisschen schwer raus. Ich will mich jetzt auch nicht irgendwie jetzt damit verletzen. Oh ja. Sehen Sie? Das ist im Prinzip das, was ja in der Pastete hier mit unter anderem mit drin war. Ne? Moment mal. Passen Sie mal nicht, dass ich damit schneiden oder so. Moment mal, das sind... Das ist auch Ihr Kittel, sagt Das sind beide wahrscheinlich hier. Okay. Alles sieht danach aus, dass der Metzger seine zukünftige Schwiegermutter aus Wut über ihre Ablehnung verletzen wollte. Die Frau wird versorgt. Sie ist aber nicht die Einzige, die dem Fleischer Vorwürfe macht. Ich habe heute was gekauft, heute bei dir. Hallo, Entschuldigung. Polizei ist schon da. Genau, dürfen wir helfen? Ja, ich habe heute ein Kilo Fleischwurst gekauft. Und guck mal, was für ein Scheißdreck du mir gekauft hast. Ich hab Moment. Da sind Pillen, ich habe das heute gegessen. Das ist lebensgefährlich. Auch die Beamten erkennen sofort, dass es sich um Medikamente handelt. Die Verlobte des Metzgers kann etwas Wichtiges dazu sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, Sie wollen wahrscheinlich was dazu sagen. Ja, unbedingt. Diese Pillen Sie kennen die Dinger. Sind nicht im normalen Handel erhältlich. Okay. Lass mich jetzt bitte mal... Genau, ganz Entschuldigung, ruhig. Ich will nicht duzen. Lassen Sie mich bitte ausreden. Also, ich habe Ihnen ja eben schon mal gesagt, mein Vater ist Neurologe. Ich mache gerade ein Praktikum im Krankenhaus. Und diese Pillen bekommen Sie nicht im regulären Handel. Die sind noch gar nicht offiziell geschaltet. Wir haben die zu Hause. Liegen. Und was macht das in meine Fleischwurst? Ja, das frage ich mich gerade auch. Jetzt kommt mir im Moment. Mein Vater hat die zu Hause in seinem Büro. Ich habe eine Familie, Max. Und ich bin so lange mit dir drin. Na klar, das ist ja alles verständlich. Mir kommt ihr jetzt gerade noch. Das kann ich nicht sagen. Pass mal auf. Meine Bastian, Mutter. Kommt da jetzt noch mal was dazu oder wird es los? Ich weiß, dass. Reden wir mal Klartext jetzt. Reden wir beide mal Klartext. Lass uns ganz ruhig. Meine Mutter. Ich weiß, dass du noch mal. Leute,
lassen Sie mich das noch mal kurz mal wiederholen. Ja, Ihre Freundin oder die. Ich möchte gerne Schadens. Ich will mal meinen Kollegen ausruhen. Sonst will ich gleich einen Schadensersatz haben, weil ich gerade was an den Ohren habe. Ja, bleiben lassen genau. Sie mal meinen Kollegen. Sie haben ja gerade eben gesagt, Sie haben die Dinger im Prinzip, die ja noch meine nicht quasi Mutter. Offiziell auf dem Markt, die gibt es noch nicht. Meine das heißt, Mutter. Sie sind zu Hause irgendwo in einem Behältnis, in einem Schrank oder wo auch immer gelagert. Hat Zugang hat die Mama. Okay, dann ist das schon wenigstens ein Schritt weiter. Es gibt noch einen Hinweis. Der Metzger berichtet, dass er am Morgen eine Dose mit blauem Inhalt in der Hand seines Angestellten gesehen hat. Als er dazu kam, ließ der Mann sie jedoch schnell in seiner Tasche verschwinden. Um sie ein bisschen zu belasten oder zum Entlasten, sowohl als auch, ja, würden wir gerne mal in die Tasche reingucken. Und wenn Sie was dagegen haben, sagen Sie es. Wenn Sie sagen, ich habe nichts zu verbergen, dann gucken wir gemeinsam rein. Und wenn wir nichts finden, ist alles gut. Ja. Wir müssen irgendwo anfangen zu ermitteln. Ja, verstehe ich. Und also kann sein, dass in der Zeit vielleicht Ihnen eventuell noch zum allgemeinen Sachverhalt was einfällt oder so, aber wenn Sie nichts dagegen haben, gehen Sie vor, ich komme nach. Gut, nochmal zur Entlastung von dem Fleisch, was hier in der Theke ist. Hier konnte ich jetzt erstmal nichts feststellen, dass hier irgendwo Pillen drin sind oder Glasscherben. Ja, das spricht erstmal für dieses Fleisch. Chef, kann ruhig hier, ne? Mitkommen. Muri Demir durchsucht die Tasche des Mitarbeiters. Außer dem Metzgermeister ist der Mann der Einzige, der die Wurst in der Fleischerei verarbeitet. Okay. Das ist Ihre Tasche? Ja. Ja, ich mache mal kurz mal auf, um den Abgleich mal zu machen. Okay. Mit denselben Pillen ist die Wurst der Kundin gespickt. Der Mitarbeiter kann sie nur von der Schwiegermutter bekommen haben. Fakt ist eben halt, da hat sie natürlich gesagt, zwei Personen haben Zugang zu diesem Schrank. Einmal natürlich der Ehemann und einmal Ihre Wenigkeit. Was wollen Sie mir dazu sagen? Gar nichts. Gar nichts wollen Sie sagen. Nee. Das heißt, die müssen ja irgendwie hierher gekommen sein. Ne? Ich möchte Ihnen jetzt nichts unterstellen. Nur Sie würden uns die Arbeit dann erleichtern, wenn Sie natürlich sagen, je nachdem, weil irgendwer hat diese Sachen, ja, ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, hat die hierher gebracht. Ne? Also ich war es nicht. Und sonst hat ja kein anderer Mitarbeiter oder der Schwiegersohn hat ja auch keinen Zugang. Jetzt reicht's mir aber langsam. Ne? Warum lügst du solche Sachen, erzählt sie hier? Du hast ihm doch dafür Geld gegeben. 5.000 Euro sollte ich doch dafür geben. Jetzt kommt's aber raus hier. Also. Hast doch zu mir gesagt, na klar. Okay. Was ist passiert? Was hat die Dame gemacht? Erklären Sie es noch mal in Ruhe. Genau. Sie hat mir 5.000 Euro geboten, dass ich die Glassplitter in diese Sachen reintue. Okay. Das hat sie mir angeboten. Okay, und mit den Pillen, was hat es damit auf sich? Das hat sie zu mir auch gesagt, das soll ich machen. Das kam von ihr. Sie hat mir gesagt, wenn du das machst, gebe ich dir 5.000 Euro für. Und deswegen heute Morgen auch die Tasche, die Ihnen aufgefallen ist, dass er da eine Tasche mitbringt zum Dienst. Genau. Die Schwiegermutter hat sich die Wunden selbst zugefügt. Sie wollte dem Ruf des Metzgers schaden und dadurch verhindern, dass ihre Tochter ihn heiratet.